So, guten Morgen. Heute machen wir auf einer anderen Fläche die Großenbahn. Die hat der Harvester nicht nehmen können. Die machen wir heute miteinander. Ein paar haben ganz große, da können wir mit Harvester sowieso nichts mehr tun. Also es ist ein bisschen ganz große, also Starkholz auch dabei. Das ist halt mein Auftrag, dass ich das ganze Starkholz eben da rausschmeiße. Das, was irgendwie nur mit dem Harvester zum Aufarbeiten geht, das wird natürlich mit dem Harvester gemacht. Das schneide ich nur vor oder ich schneide es an oder sagen wir dann, wie wir da und er druckt es an oder lasst es dann durch. Und die ganze Schwan, die muss ich halt dann ganz normal mit dem Motorsaug machen. Ja, so ist halt der Plan. Außer vorhin bei den anderen Flächen bin ich noch nicht fertig. Weil ich gestern keine Zeit gehabt habe, weil ich was anderes tun müssen habe. Aber ist nicht so schlimm. Da ist auch der Holzdampfer, da muss ich noch ein bisschen Witz angeschmeißen, dass ich da nichts dran habe, gerade offen. Oh.
So ist diese feine Sache, aber einen großen Holz, weil man einfach, wie bei einem Baggerprozessor, wie wir ja auch wir ganz viel haben, gerade im Gebirge, wo soll es mit der Seilwand oder mit den Seilwanden aufverziehen und dann mit einem Baggerprozessor aufarbeiten. Das könnt ihr euch da in ähnlich vorstellen, wenn wir Grasholz machen, weil ein wenig ausrosten und anschneiden kann man es gleich mal. Das ist einfach eine gute Hilfe, wo man gescheit schnell ist. Wenn man da zu zweit ist, wenn er fährt, der andere schneidet. Ich gehe jetzt gleich zu den nächsten. Haben wir schon da hinten. Schauen wir, wie wir die rausbringen. Weil er möchte, der Besitzer möchte, dass die Grausen da heraus tun, weil jetzt geht es nur leichter. Jetzt kommt dann ein Licht rein, dann werden die kleinen Bäume auch wieder mal einen Zuwachs haben. Und da war gut, wenn die Großen jetzt weg sind. Mal eben schauen, wie wir die jetzt alle anbringen da. Der hört auch noch irgendwas, wie es ausschaut. Ja, werden wir schauen, dass wir die da jetzt rausbringen. Und dann werden wir da irgendwie durchlassen. Das wird schon gehen. Eigentlich hätte ich mal für die Baum halt 500 Euro mitgenommen, aber jetzt rennen jetzt ein Auto an einmal zu. Geht eh so.
Und der größte Vorteil ist eben jetzt auch, wenn man mal schon mit hat, dann kann man bei solchen, sagen wir mal, Gefahrensituationen das mit einmal schon machen. Ich rede jetzt nicht so, weil die spannen wie ein Pfeilbogen. Wenn er schon da ist, der kleine Harvester, dann nehmen wir nachher. Ziemlich gescheiter. So, kleine Ubisse. Da was passiert. Okay, ah, die kann man nochmal aufstellen. Dann eigentlich da noch den schweren Deppen, den haben wir auch noch an, und dann haben wir vorne einen ganzen Haufen. Der Haufen ist jetzt selber drin, ich weiß nicht zwischen wie viel das sind, aber schon einige. Das soll jetzt dann auch zu dem Video wieder gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Dort weiterhin fleißig meinen YouTube-Kanal abonnieren und dann bis zum nächsten Mal. Pfiat euch!